Also du warst in Deutschland unterwegs und dann gab es eine Zäsur, wenn ich das recht verstanden habe. Und das ist die Habilitationsschrift von Peter Kapitzer. Das war, die hat dich von deinem Weg abgebracht. Ja, Oder ist das? sie hat mich eigentlich also physisch nicht von dem Weg abgebracht. Wir haben diese Bibliotheksreise geplant und auch durchgeführt. Aber im übertragenen Sinn war das eine große, einschneidende Zäsur, die mich tatsächlich von meinem geplanten Forschungsweg abgebracht hat. Es könntest du vielleicht etwas dazu sagen, weil es ist sehr schwierig, überhaupt eine Information dazu im Internet zu finden. Ja, Was stand da drin in dieser Habilitationsschrift? es ist eigentlich erstaunlich, dass man im Internet also kaum oder wenige Informationen dazu bekommt. Die Habilitationsschrift von Kapitza ist heute noch ein gern und viel zitiertes Werk zur einschlägigen Thematik. Nach wie vor ein Standardwerk. Nun, die Schrift besteht grob gesagt aus zwei Teilen. Zum ersten erfährt man genaueres eben über die Rezeption der französischen Querelle des Anciens, des Modernen im deutschen Sprachbereich. Das ist eine Art Zusammenfassung, die er gibt. Und der zweite Hauptteil der Habilitationsschrift besteht aus kommentierten Quellenauszügen, die zur Göchel Stellung nehmen. Und nicht zu vergessen natürlich die ausführliche Bibliografie, aus der sehr rasch hervorgeht, dass maßgebliche Quellentexte, und ich meine, was die unmittelbare Rezeption der Göchel des Anciens des Modernes betrifft, die meisten einschlägigen Quellen Kapitza bekannt waren. Und man hätte eigentlich hier einsetzen können und diese Quellen noch einmal interpretieren können oder auch die Auszüge Kapitzas wenigstens noch einmal lesen und verarbeiten können. Nun, ich habe dann eigentlich die Motivation nach dem Erscheinen dieses Buches, dass ich zufällig in einer Auslage einer Buchhandlung in Erlangen sah, habe ich mich dann also von diesem Vorhaben abbringen lassen, also die Motivation verloren. Ich habe meinem Doktorvater über von dieser Entdeckung berichtet und er meinte dann tatsächlich, es wäre besser, wenn ich ein anderes Thema suchen würde. Ich bin aber im Rahmen dieser Suche nach Quellentexten bereits in München auf die alten Dissertationen, eben diese Disputationsschriften gestoßen, in denen die Rezeption der französischen Querelle eigentlich im Wesentlichen stattfand, neben anderen Quellengenera, in denen das auch der Fall war, wie Reden oder Programmschriften. Das hat meine Neugier dann eben für diese Textgattung geweckt. Und da ich auf Quellensuche war und als Historiker stets überzeugt war, dass die Quellenarbeit die wichtigste Voraussetzung für historisches Arbeiten ist, wollte ich diese Textgattung näher kennenlernen und bibliografisch erschließen und unabhängig auch von der Frage der Wirkung der Querelle des Anciens in die Moderne. Und so kam es, dass ich mich eben dann den philosophischen Dissertationen, denn hier wurde die französische Querelle hauptsächlich rezipiert, zuwandte, mit dem Ziel, in einer Bibliografie möglichst viele interessante Titel zu erfassen. Denn es war das Angebot an Titeln, die Inhalte der Titel, die mich faszinierten und wo ich tatsächlich glaubte und auch bald erkannte, dass hier eine große Forschungslücke bestehe.